bei unserer Eintracht. Es steht im Tor Amil Siljevic, auf rechts verteidigt Kevin Kunstmann, auf links Akram Ayadi, Ilay Yunis Soytürk. Der Kapitän spielt in der Innenverteidigung gemeinsam mit Leon Husterer. Lead Hoti, der wird auf rechts beginnen, Donat Kamberay im defensiven Mittelfeld, Benjamin Janovic auf der 8, Glenn Burger im Sturm, Marvin Dilz auch auf der 8 und auf links außen Alessandro Gaul Sosa. Trainiert wird das Team wie gewohnt von Helge Rasche. Der FC Bayern München schickt ins Rennen Leon Klanac im Tor. Dann haben wir Tim Seibold, Luis Schäfer, Tim Hoffmann, den Kapitän Simon Zölz, Youssef Nasrave, Felipe Chavez, Wilson Oluwaseyi, Sadiki Cemvor, Can Paylan und Dennis Offli. Das ist das Team von Stefan Meissner. Das sind unsere Jungs, verteidigt da hinten von Leon Husterer. Holt den Einwurf für seine Mannschaft raus und holt die Kugel für sein Team. Janovic mit der Übersicht baut erstmal neu auf über Leon Husterer. Leon Husterer, Sohn des Ex-Fußballers Markus Husterer. Es steht 0:0 in der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München im Duell um die süddeutsche Meisterschaft. Das war wieder Leon Husterer, der übrigens auch wie sein Vater in der Mannschaft nur Husti genannt wird. Bei ihm an. Schwer zu verarbeiten für den Zehner. Nasrave übernimmt immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Klasse, Leon Husterer. Und das hat er klasse gesehen, gut gemacht. Jetzt ist Alessandro Gaul Sosa mal rechtzeitig gestartet, ist im Strafraum der Linksfuß, bringt die Kugel. Genauso kann es gehen, hinten wirklich gut verteidigt. Gerade von Leon Husterer. Und der Blick dann nach vorne sieht Gaul Sosa starten und schickt den Ball mit diesem 0:0. Eckball. Wird Donat Kamberay ausführen. Viele Linksfüßer in der Mannschaft. Auch Donat Kamberay bringt die Kugel gut rein. Nachschusschance für Janovic. Lupft den Ball über den Keeper. Rausgeköpft. Nächste Chance. Latte. Und da ist Gaul Sosa. Immer noch nicht drin. Tor! Janovic macht die Kugel rein. Das ist ja unglaublich. 1:0 für Eintracht Frankfurt. Was für eine Dauerchance. Also wesentlich effektiver in ihren Aktionen. Und dann heute noch leicht hier die Null zu halten. Husterer geht da rustikal in den Zweikampf. Am Ende gibt es Freistoß für Bayern München. Ist okay, die Entscheidung. Kurz gespielt. Und Husti mit dem langen Ball auf Glenn Burger. Der nimmt außen Kunstmann mit. Aber trotzdem. Und Laufduell von Leon Husterer gewonnen. Und verteidigt die beiden Innenverteidiger von Frankfurt. Leon Husterer und Ilay Soytürk. Beide 15 Jahre jung. Beide mit einer ganz starken Vorstellung. Geht da vorbei an den Gegenspielern. Und das ist Chavez. Und das 1:1 durch Felipe Chavez. Gut zu sehen auf jeden Fall, dass die beiden Top-Teams des Süddeutschen Fußballverbandes, und das sind nun mal die Bayern, gerade noch vermeiden wollen. Also 2x5 gäbe es bei einem 1:1 nach 70 Spielminuten. Super wegverteidigt, schon wieder von Husti, Leon Husterer. Ich glaube, wenn hier mehr Frankfurter wären, dann könnten wir Alahinti Husti-Husti-Sprechchöre einführen. Super Ball da ins Zentrum. Abseits gepfiffen. Wilson da im Duell ist angebrochen in dieser Partie. Es steht 1:1 und die Frankfurter sind darum bemüht, dass es mindestens dabei bleibt und es hier in die Verlängerung geht. Und jetzt nochmal die Chance für die Bayern. Kunstmann bleibt drin in der Situation. Zurückgelegt. Siljevic! Wie
überragend ist Amil Siljevic, bitte? Also alle anderen Vereine und scout mal die Behandlung. Da werden die Beine wieder gelockert, die Muskulatur entspannt. Und dann geht es hier nochmal 2x5 Minuten. Er kriegt die Kugel nicht und das ist gefährlich. Das ist Tim Binder. Gut dran geblieben. Nächste Abschlusschance. Riesentor. Das ist ein starkes Tor von Can Paylan, der Nummer 19 von Bayern München. Freistoß, Eintracht Frankfurt. Sosa mit dem Ball in die Mitte. Da ist Cambrai und da verpasst Kilian Michelbach in der Mitte. Riesengelegenheit für Eintracht Frankfurt. Soytürk mit dem zweiten Ball. Der war aus. Das gibt Abstoß vom Tor von Bayern München. Hier sehen wir es nochmal. Das ist eigentlich schlau gespielt. Hier der Ball in die Mitte und er verpasst der Einrutschende trotzdem. Danke fürs Zuschauen. Schade, mit 2:1 verlieren die Frankfurter diese Partie gegen Bayern München. Machen Sie es gut. Thank you.